Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen das klassische Doom, und zwar The Ultimate Doom. Woran erkennt man das? Nämlich an der vierten Episode, die hier dazugekommen ist. Es funktioniert ein bisschen anders als bei den bisherigen Let's Plays, und zwar werde ich hier jeweils eine Karte halt reinpacken. Ich kann mich nicht mehr, glaube ich, hundertprozentig an alle Secrets erinnern. Aber ich denke, wir werden da relativ schnell durchkommen und dann haue ich das halt täglich raus. So, wir fangen an mit Knee Deep in the Dead. Hurt Me Plenty ist eigentlich so der normale mittlere Schwierigkeitsgrad. Allerdings, ja, ich sage einfach mal, ich bin relativ okay in Doom. Also spiele ich auf Ultra Violence, weil so schwer ist das Spiel ja eigentlich auch nicht. Ah, diese schöne Musik. So. Dann fangen wir mal an. Na? Okay, immerhin bin ich noch nicht getroffen worden. Okay, das hat sich jetzt auch erledigt. So. Ja, Doom ist eigentlich so der Klassiker. Na, toll. Hat ja gut funktioniert. Soll man hier ein bisschen anders hinsetzen. So. Ist der Klassiker im Shooter-Bereich, würde ich sagen. Einer der Väter des Shooters. Nebst Wolfenstein 3D. Die erste Episode ist ja größtenteils oder komplett von John Romero. Ich glaube, komplett von John Romero designt. Wie sagte er so schön mal, das hier ist so dieser klassische Hufeisen. Man sieht hier schon, das ist, um es interessant zu machen, man sieht hier schon den, ja, das andere Ende oder die andere Seite des Levels. Weiß aber nicht, wie komme ich jetzt dahin und so. Man sieht auch schon das schöne Monster-Infighting, alles sehr schön. Das Spiel ist von 93. Und ja, eigentlich so mit, sag ich mal, Doom ist eine meiner Lieblingsspielreihen. Das heißt nicht, dass ich, also Doom 1 habe ich früher, glaube ich, mit meinem Bruder nicht so intensiv gespielt wie Doom 2. Aber das macht nichts. Da kommen wir schon, denke ich, ganz gut durch. Aber ich denke mir, wenn, machen wir es halt auch so. Was war eine Besonderheit bei Doom? Doom war zum einen der, ja, wie gesagt, einer der ersten Ego-Shooter mit 3D-Optik in der Form. So, da haben wir auch schon ein Secret jetzt mitgenommen. Das sind noch so die, die ich auf jeden Fall weiß. Das Spiel ist damals als sogenannte Shareware rausgekommen. Etwas, was wir heute nicht mehr machen können, was auch unvorstellbar wäre, sowas heute noch zu tun. Was ist Shareware? Das Shareware-Modell sagte, dass man sich das Spiel quasi kostenfrei runterladen kann. Und wenn es einem gefällt, da ist dann zum Beispiel jetzt wie bei Doom die erste Episode drin. Und wenn einem das gefällt, dann kann man sich den Rest dann noch kaufen über eine Hotline. Oder indem man einen Schick per Post dahin, einen Check per Post hinschickt. So, jetzt haben wir hier noch ein Secret dort oben. Und dann haben wir quasi auch hier auf jeden Fall alles. Danach wird das schwieriger, glaube ich schon. Weil Doom 1 habe ich dann nicht so intensiv gespielt und Secrets haben mich früher auch nicht so interessiert. Ja, wie gesagt, Doom war damals Shareware, ist so oft runtergeladen wie sonst was, hat ganze Netzwerke lahmgelegt, weil der Netzwerkcode relativ schlecht war. Wir spielen es hier in, was war's? Skulltech, in der Skulltech Engine mit Compatibility auf Doom gestellt. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ja, und ich würde sagen, ich beende den ersten Level und wir sehen uns dann im zweiten Level wieder. Sehr schön, alles geschafft. Gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, tschüss!